Hallo meine Freunde, willkommen zurück in der Demo von Deep Rock Galactic Survivor. Wir haben das Hazard 1 jetzt noch ein bisschen rumgespielt, haben das geschafft. Es war leider im ersten Part nicht mehr drin, es hat zu lange dauert. Ich wusste auch nicht, ob man es schafft, jetzt habe ich die Aufnahme nicht mit drin lassen. Aber bei Hazard 2 seid ihr wieder dabei, genauso wie unsere treuen Twitch-Freunde, jetzt die treuen YouTube-Freunde dabei. Jetzt sind alle hier. Jetzt gehen wir Gas. Und los. Und nochmal zurück. Weil ich was schauen will. Was ist denn hier das? 200 Nitra, complete the dive, reach 35 with the Raccoon Class Mod. Okay, schauen wir mal, was das ist. Raccoon Class. Ich würde gern, weil wir allgemein Stats zu dem Typen sehen, da, das geht ja nicht. Ich mag den nicht so. Die schießt zwar in alle Richtungen, aber das will ich als Unterstützungswaffe nicht als erste. Die erste soll schon in eine Richtung schießen. Nehmen wir die. This is it. Either the Dreadnought goes or we send in another dwarf. You'll be on your own in there. Make it count. This looks nice. Ah, wir haben jetzt gelernt. Viel Boom Boom im Nahkampf hilft. Im Endeffekt hat es die Shotgun und die Granaten haben das jetzt, glaube ich, rausgerissen ziemlich. Jetzt nicht nur, aber... Mich würde jetzt interessieren, ob ich, erhöht das jetzt auch schon meine Max Life? Nee. Aber wir haben ihn einsammeln. Increase the critical health chance of every Nitro you have. Um eine 5, also 20, habe ich 10% Crit Chance. Das ist cool. Aber als erstes ist mir trotzdem das lieber. Weil hätte ich nicht so viele. Hätte ich nicht so unmenschlich viel Life gehabt, die 300 vorher. Glaube ich, wäre die letzte Runde nicht so gut gegangen. Wäre ein paar Mal ist schon sehr knapp worden. Eine Defense-Drohne. Dann nehmen wir die. Ja, es wurscht. Die Schrott. Wenn ich die Upgrade kriege. Also, das war eigentlich im anderen Moment. Okay, gut, die hat schon gut Bums drauf, ja. Vor allem, die schießt wie eine Railgun irgendwie so durch so alles durch. Ehrlich gesagt will ich noch gar nicht alle Sands sammeln. Ich will zuerst. Achso. Ihr macht so mal Damage. Crit Damage, Fire Rate, ja. Der Crit Damage hat es vorher, glaube ich, auch rausgerissen irgendwo. Dieses legendäre da.
Der hat schon ordentlich reingehaut nachher. Auch wenn ich Crit Damage nicht so leibend finde. Gerd, absolut kein Problem. Alles gut und freut uns, dass du hier bist. Hallihallo. Wie gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Es muss öfter mal wer weg. Vorher war gerade Rabelmixer hier. Der hat nach ein paar Minuten gesagt, muss weg, Besuch. Ja, dann war er weg. Das ist ganz normal. Ganz normal und wir haben wir haben in Real Life alle. Also, passt schon. Alles gut. Und Topsy hat mir die ganze Zeit seelische Unterstützung gegeben mit dem Spiel hier in der Demo. Zu dem Spiel. Kara ist auch hier. Mega Man war hier. Ich weiß nicht, wer noch da ist. Sehe im Chat jetzt gerade nicht bis rauf. Topsy, der Gerd ist ein absolut lauernder Kerl. Der war gestern auch hier. Weiß nicht, ob da. Ob du gestern da warst, das weiß ich nicht. Heute hast du zum ersten Mal geschrieben. Scheiße. Great. Epic. Oh, natürlich. Yeah. Wisst ihr, was der XP Gain wirkt wenig, ja? Der XP Gain. Aber im Endeffekt sind es 6% mehr Buffs, die ich kaufen kann dadurch. Ah! Ein treuer YouTuber! Dann nochmal, danke, danke! Wie gesagt, hier ist halt live, kann ich halt immer gleich mit den Leuten quatschen und ein bisschen auch reden, etc. Mir Tipps holen auch, wenn ich welche brauche. Und YouTube ist halt dann das Gemütliche zum Schauen, wann man will, wo man will. Jetzt muss man halt immer dann da sein, wenn ich da bin, ne? Ey, Prinz! Achso, Prinz war schon hier, sorry, das war jetzt eine Begrüßung. Mein Fehler. Let's go! Get to work. To be and gold to be mined. Wir hatten jetzt etwas wenig, muss ich sagen, Diamanten. Wir holen uns jetzt mehr Diamanten. Pfeift jetzt auf alles rundum da. Wir gehen jetzt los und holen Diamanten. Wir versuchen hier einfach mal alles an Diamanten einzusammeln, damit wir nachher dann viel kaufen können. So schwer ist es ja gerade nicht. Shotgun fühle ich mich gerade ein bisschen arm. Wenn solange das funktioniert, das wird nicht mehr lang funktionieren. Oh ja. Oh, die hätten das jetzt fast. Der Grüne hätte das jetzt fast eingrennt. Jetzt, ich habe keine. Ich muss immer dran denken, ich habe keine Shotgun. Das ist cool. Das heißt 8% Crit-Chance ist, wenn ich 16 von den Dingern mit mir rumtrage.
Das ist jetzt auch so, je mehr ich mit mir rumtrage, desto besser werde ich davon. Ja, es fehlt eindeutig der Nahkampfbums da gerade. Wirklich, der fehlt gerade voll. Die Welten hier in dem Spiel sind übrigens prozedural generiert. Also jedes Mal neu. Mir ist nur gerade eingefallen. Hatte ich nämlich noch nicht erwähnt. Elite gefunden, sehr schön. Gefühlt gibt es aber nebenbei wesentlich mehr Blumen als die paar, was ich brauche. 10% Reload auf beides ist natürlich besser. Durch, durch, durch. Gut, wenn der Elite platt ist, ist die Welt vorbei. Das heißt, wir schauen uns hier noch durch, was wir noch hier einsammeln können irgendwo und finden. Ein Magnet wäre cool. Level up. Magnet. Wenn man ihn braucht, kommt er. Jawohl. Shotgun. Das Nahkampfargument. Leider noch sehr unabgegradet. Das bringt mal alles nachher dann fürs Upgraden, was nicht jetzt, aber es ist halt einfach schade, das alles liegen lassen. Was ich noch schade finde, sind die vielen Explosivis da hinten, die noch nicht explodiert sind. Kann schon explodieren. Jawohl. Ja. Boom. Well done. Objective completed. Drop pod has arrived. Get there now. It will leave without you. Ja, es geht ohne mir auch. Ist mir schon klar. Aber wir können da noch ein paar Mal reinknallen. Ja. Stage 2 completed. Taking you to Stage 3. Well done. Puh.
Legendary Reload bei allem. Jawohl. Hell yeah. Hell yeah, sagt er. Sag ich auch. 25% Damage bei der Shotgun ist gut. Let's go. So, Pilze einsammeln. Am Anfang jetzt geht's ja noch, da kann man ja noch ein bisschen schön farmen, gemütlich, aber irgendwann. Eieieiei. Grenade? Ich meine, diese, jetzt weiß ich nicht, nach einer Granate oder diese Rauf-Runterschießwaffe? Drohnen? Ich kenne die Drohnen nicht. Sind die gut? Ich weiß nur, dass der Boomerang nicht ist. Hang in there. Supplies are on the way. So mache ich das. Ja, ich traue mich dann nie, aber ich vermute mal, dass es keine andere Möglichkeit geben wird. Würde der Typ da jetzt, ja genau, bitte explodieren irgendwann. Ich kann ihn dann immer einfach nur killen und dann weitergehen. Reload Speed bei allem? Ja. Nehmen wir. Dass das nur grün ist, wundert mich. Ja, Reload Speed auf alles ist ja Weltklasse eigentlich. Also. Ah, der Boss kommt ja schon, stimmt. Scheiße. Die Explosivviecher nerven mich da. Die müssen weg. Jetzt fühle ich mich ein bisschen andagiert. Erneut. Die macht ja Mordsdamage, deswegen pushe ich die. Ich probiere gerade mal irgendwie auf die hin zu pushen. Normalerweise wäre es mir egal, was ich pushe, aber
wird die Zeit, dass die auch mal. Ich habe die ja noch nicht so wirklich verwendet. Also vor dem Run eigentlich noch nie. Das einzige Problem ist, die einzige Waffe, was zur Sternförmig auf runter schießt, ja, die kann ich steuern, wo ich hinschieße, indem ich über die Gegner stehen bleibe. Jetzt kann ich alle Waffen nicht steuern, eigentlich in welche Richtung die ballern. Ja, dieses Gewehr schießt immer auf das mit dem höchsten HP, aber das ist zwar bedingt für mich nutzbar. Ich kann das nicht immer so schauen, wo es steht, da ist einer mit viel HP rum. Jetzt kommt's. Granate oder in vier Richtungen? Aber ich würde fast die Granate nehmen, oder? Was sagt ihr? Gebt mir eure Infos. Granate oder das, oder dieser Zukopf? Nuki. Sicher, Reroll? Machen wir mal. Drohne wolltest testen, gell? Na, test mal die Drohne. Ah, die fliegen rund um mich und machen auf alles Damage. Ja gut, das ist auch okay. Das ist halt auch nicht steuerbar für mich. Das ist dann... Die Granate auch nicht nebenbei. Das wäre eh, das wäre von dem her wäre es egal gewesen. Und 9% Crit-Chance ist immer gut. Die Zahlen gehören rot, die Crit-Zahlen. Die sind auf Eis und groß. Bisschen Damage haben wir gemacht. Ja, genau, Epic Mining Speed. Das brauche ich unbedingt. Damit überlebe ich die letzte Runde. Vorletzte, letzte? Was sind wir denn da gerade? Shotgun! 25% Reload ist cool. Bang for the buck, if you ask me. Reroll? Na! Die wäre auch cool gewesen. Crit Chance, Mining Speed. Increase the chance to get a critical hit. Damage. Na, Chance. Chance ist mir lieber. So, vorletzte Runde. Jetzt können wir nochmal gescheit ein bisschen uns buffen und dann zack, zack. Ich möchte aber dazu sagen, ich fühle mich nicht so toll vorbereitet wie vorher bei, mit den anderen Waffen. Das ist mir alles zu, ein bisschen zu random. Wie die schießen, die Waffe. Ich kann das nicht. Normal stehe ich hierher und schieße im Kreuz rauf runter. Das ist halt leider gerade alles jetzt nicht. Das geht jetzt halt nicht. Die Drohnen sind ja cool, dass sie überall Damage machen, aber in einem riesen Radius, also Nahkampf auf gegenhalten tun die auch nicht. Swarm detected. Bugerman, get ready.
Meine Drohnen müssen schon gut Damage machen. Tobi, danke, dass du hier warst. War wirklich unterhaltsam, war cool, war lauernd. Komm wieder vorbei, wir freuen uns. Ich bin hier. Außer am Wochenende vielleicht manchmal. Da kann es sein, dass ich auch irgendwo unter den Tisch liege. Aber sonst bin ich immer hier. Danke fürs viele Chatten, fürs Helfen. Bis dann. Okay, dass das den Spalter gibt, war auch gut. Ach du Kacke, wo soll ich denn da hin? Ehrlich, das ist ja völlig abnormal. Das ist ja wie eine Anstalt für abnorme Miner. Ich meine, ich mag das Spiel, weil ich tue ja so gern meinen. Ich habe zu wenig Firepower, um die zurückzuhalten, leider. Das hat jetzt schon eine Weile lang reingehaut. Das Abbauen bringt ja sogar was, das erhöht ja meine Kritchance. Das fehlt mir irgendwo ein Stat-Fenster. Fliegende Boss nervt. Ich hätte so gern, dass da hinten irgendwas zerreißt. Mich reizt das so sehr da hinten gerade. Nervt mich. Sobald der Boss tot ist, kann ich nämlich da nichts mehr machen. Ja, genau, das wollte ich. Jetzt komme ich da auch nicht mehr wirklich jetzt durch. Da nirgends mehr. Ich habe zu wenig. Also ich habe eindeutig zu wenig Firepower. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich bräuchte wirklich die Granaten da jetzt. Ich glaube, die Granaten wären besser gewesen. Da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Ja, aber jetzt. Muss jetzt aber ordentlich was daherkommen.
tasks complete. Stage finished. The drop pod is prepped and ready. Get on it before it leaves. Bring it, Becker! Excellent work, Mann. Das ist jetzt ein bisschen kacke gewesen. Eieiei. Unterm Tisch mit Nicht-Bier, ja, Tobi. Topsi. Wir brauchen ein bisschen live mehr. So. Dann zeige ich euch. Wenn ich das mit dem Boss jetzt schaffe, mache ich mal ein Bier auf. This is it. Destroy the cocoons and take out the dreadnought. Good luck, Miner. Ja, der Vorteil an die Drohnen ist, die fahren da durch die Mengen da, jetzt wenn ich so einen Radius habe, so spezielle Sachen. Wenn ich da so einen Radius habe, wo sie rundum gelaufen kommen, fahren die schon ordentlich durch da alle. Das reicht natürlich jetzt nicht. Das war eigentlich der erste Magnet seit den letzten 10 Runden, wo ich nicht dann ein Level abgekriegt habe. Dafür jetzt. Zwei Kokonen weg. Alle drei, sehr schön. Ja. Wir wollen zum Moor. Oh. Alter. Warten die da unten? Die können nicht raus. Lootbox lootet, diese Typen sind eine Lootbox für ihn, das ist das Coole. Ah. Muss eigentlich eine mördermäßige Crit-Chance schon haben jetzt. Da kann ich irgendwie nicht entlang. Kann ich da hinten vorbei? Das wäre jetzt cool, wenn ich da noch vorbeikäme. Ah! Das ist ja wirklich harter. Das war Glück.
Ich glaube, wir kommen unten raus irgendwie. Ach du Kacke. Ich glaube, das war jetzt mein Tod. Ich glaube, den habe ich jetzt gerade besiegt. Ja, das habe ich jetzt so ziemlich erledigt. Ja, die Drohnen machen es nicht so. Eieiei. So Leute, Mission failed. Eine starten wir aber noch. Warum? Wenn wir es können. Reload Speed. Immer. Pickup Radius, Movement Speed. So, wir machen das halt fertig. Aber jetzt, und das, meine Freunde, mit der Waffenkombo, was wir vorher gehabt haben. Mit der Waffenkombo von vorher kommen wir besser zurecht. Also ich muss sagen, ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das Spiel so Spaß macht, weil es einfach nur so ein Autorunner ist. Aber, ja, das macht ja wirklich Laune. Ich hätte das wirklich nicht geglaubt. Ach ja. Nein, diesmal machen wir das wieder so wie vorher. Pilze sammle ich diesmal auch ein. Die haben anscheinend mit der Mission, der Trigger der Mission eh nicht. So, jetzt wird es dann wieder Zeit, die Dinge auszupacken. Das Supply Pod, wo ist denn der? Ah, hier. Max HP, gut, 35 dazu ist schon mal für, das ist schon für die erste Welt schon blöd. What the fuck? Das nehme ich gern hin.
Nehme ich wirklich gern. Well done, you got them all. Reload speed, reload, critical chance. Okay, jetzt habe ich so drauf gehört, jetzt nehme ich es mir da. Sehr, sehr vergebend, das Spiel. Also, da war ich jetzt schon sehr knapp an denen dran und bin trotzdem noch vorbeikommen. Also, die müssen wirklich nah an mir sein. Wuhu! Epic. Ja, ich glaube, wir kommen hier jetzt schon lang. Jetzt kommen wir schon wieder eher in die Damage-Richtung in dem Run. Ich glaube, so viel hat 109, so viel hatte ich noch nie von den Dinger. Jawohl. Cool, bin ziemlich allein. Das ist selten im Spiel. Ich glaube, man darf es in der ersten Welt hier, in die ersten paar wirklich nicht übertreiben und gleich abhauen. Man sollte einfach mal wirklich ein bisschen EP farmen. Das ist in den nächsten Welten extrem hilfreich. Eieiei. Ja, das ist natürlich immer die Frage. Wo willst du hingehen, wenn du da mal mittendrin stehst in dem Ganzen, ne? Fire Rate, Move and Reload von der Grenade. Ich setz wieder auf Explosive. Das hat damals in der vorigen Runde ja gut funktioniert. In der gewonnenen ersten Etage ja gut funktioniert. Wo ist denn die? Das Boss da oben. Ja, ich meine, mein Charakter weigert sich ja auch auf die zu schießen, also.
Yeah. Overclock. Aber das ist freigeschaltet und worum geht das jetzt? Change the type of damage. Plus tension, dann müsste. Was? Nehme ich lieber das. Ciao, Gerd. Hat mich gefreut, dass du vorbeikommen bist. Wie gesagt, wir gehen nach der Runde auch dann. Also, das war ich noch fertig. Bis zum Tode. Ja, passt. Hat mich gefreut. Schau morgen wieder rein. Bin ich auch wieder da. Bis dann. Mit einem anderen Spiel wieder. Also, ciao, servus, schlaf gut. Penn dich aus. Morgen geht's weiter. Wahrscheinlich ist die Runde jetzt schneller vorbei, als ich da. Achso, ich bin da. Time's ticking, Miner. Move it! Stage 1 cleared. Be sure to spend your gold and nitro before the next stage. Jetzt haben wir viel zu spenden. Wir nehmen erstes mal das Epic sowieso. Das hätte ich fast continue drückt, ich Trottel. Pah. Puh, da hätte ich mich jetzt aber geärgert, glaube ich. Reload Speed Granaten, Reload Speed dem. Sind wir das Paint Job? Reroll. Ja, 50% Damage. Danke, dass du das jetzt reinhast. Reroll. Increase the damage of all your weapons. Das ist zum Beispiel auch Wörten. Glaube ich auch. Money well spent. We got work to do and quotas to meet. You have your objectives. So, gib mal Gas. Can't believe how green I was when I saw. Sehe ich irgendwo meine Buffs? Ah, mit der HP, Life-Regen, Dodge, Move, Damage. ...37% Crit-Chance. Swarm detected. Get ready. They'll be with you shortly. 37 Crit-Chance. Ja, das Buff habe ich diesmal nicht, dass ich kriege von dem roten Zeug, da ist keine Crit-Chance dazu. Habe ich anscheinend in der vorigen Runde gehabt. Also vor, nicht Runde, in dem vorigen Beginn. Was mir fehlt, ist ein bisschen die Life hochbringen. Supplies are on the way. Oh, ja. Ich hätte aber lieber was anderes, aber ich nehme auch das. Ist ja praktisch ein Instant-Buff für Damage. Wie
jedes rote Ding 0,5 Crit. Sieh mal schon langsam. Ich hätte gern die Shotgun. Man merkt es jetzt völlig und das kann man es auch sicher sagen, die Shotgun macht einen riesen Unterschied. Zickzack! Ja! Ich brauch die einfach. Die mit ihrem Knockback und allem, das geht anders. Das ist mein Spielstil geht nicht anders. Ui, da geht's gleich nochmal bumm. Critical Chance 71%. Wir müssen einfach nur mehr critten. Ja, es crittet eh schon was. Das heißt, Crit Damage wäre dann wahrscheinlich schon besser. Jawohl. Reload Speed, Shotgun. Shotgun. Damage. Reload Speed bei allem oder Max HP? Ja, jetzt brauchen wir die Max HP. Ich krieg das irgendwie nicht gebacken mit dem anderen Zeug. Oh. Ich So, komm. Während hier alles gesprengt wird, will ich da oben nochmal schauen, ob ich den Magneten nochmal finde. Jetzt wird es dann blöd. Langsam renne ich da ziemlich viel rein. Reload Speed for all. Ich eigentlich gar nicht so auszahlt. Muss ich jetzt ehrlich sagen.
fight. The drop pod is arriving. Get moving. It won't hang around. Wait, the fuck won't like it. Bring it, Beckers! Suck on this, you freak of nature! Jawohl, das geht. Crit Damage. Natürlich. Reload Speed. Jawohl. New Weapon. Nein. Reroll. Ja. Ihr seht es an den Zahlen. Wir critten. Wenn wir uns, wir critten jetzt schon fast immer. Das heißt, wir brauchen keine Crit Damage mehr. Ah, keinen Crit mehr, brauchen Crit Damage. 75% ist okay. Wobei, das würde ich noch mitnehmen. Episch schon. Das würde ich mitnehmen. Das beinhaltet jetzt so ziemlich dann Dauer-Crit wahrscheinlich. Crit Chance, Max HP, Max Damage, Max Reload Speed. Aber jetzt sind wir eigentlich auf Maximum. Mehr, also jetzt habe ich es übertrieben. Schauen wir mal, was haben wir jetzt noch? Fast 90% gekrit Chance, gut. Wir werden jetzt ja garantiert nur mehr auf Crit Damage gehen. Ja, da kommen uns von jeder Seite gerade daher, schön. Finde ich cool. Kann man jetzt wieder eine Weile lang. Geht so gut, diese Engstellen da. Prepare to fight for your life. A big swarm is approaching. Wahnsinn. Shotgun Fire Rate, jawohl. Ja, da drüben steht mein Supply Board. Ich würde da gern hin.
das ist schon cool, oder? Dass wir da gerade wegspringen. Oh, ich habe einen Boss gefunden. Noch besser, er hat mich gefunden. Ja, genau. Max HP in die Höhe. Bist du fertig? Da kommt alles rein. This looks nice. Reload Speed oder Damage? Ah, Reload Speed ist schon gut. If this doesn't bring the pain, I'm retiring. Just kidding, it will. Boom! Also da habe ich jetzt einiges abgekriegt. XP gain. Movement? Gotta move on, Miner. The drop pod will head out momentarily. Oh je. Ah, geht sich aus. Oh. Jetzt habe ich irgendwie nicht so viel. Ich könnte mich heilen. Ah, nee, das kriege ich anders auch hin. Damage to all your weapons oder reload speed? Reload speed. I'll put it to good use. Reroll mal. Ja. Damage, fire it. Yes. Fancy pants. Jetzt. Noch schnell hochheilen. Da gleich und getcha. Damit die 35%, was da jetzt dazu kommen sind, da. Die Waffen hauen jetzt auf einen Schlag aber ordentlich rein. Bist du fertig? Aber es zahlt sich wirklich raus in dem Spiel, den Boss am Schluss ein bisschen langsamer zu killen und dafür mehr einzusammeln. Von den Erzen. Weil nachher dann kannst du mit denen total viel machen. Also ich frage mich immer, was das da ist, wenn der Swarm dann immer erst kommt. Supply drop has been ordered and is on the way. Hey Supply Drop, so was gibst du? Favis 5 Gold. 70 HP und Life-Regen ist natürlich. Ja. Er hätte mal, wenn ich das aktiviere, wenigstens zu dem Zeitpunkt gleich mal eine Heilung geben können. You shouldn't be fresh as minerals. It will get you killed.
Doggerman, get ready. Das ist irgendwie schwierig, da jetzt durchzukommen. Ha, ging. Eine der vielen Sachen, die ich jetzt nicht geglaubt hätte. Diese explosiven Viecher muss man immer weg, ein Stück. So, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen mithelfen. Ich habe noch nie so einen grünen Drachen erlegt. Kann man dich erlegen? Ja, kann man. Also erhöht ja auch die Max Life mittels, ne? Das haben wir ja wieder gekriegt. Oh ja. Also Timing wie auf Befehl, wirklich. Ich hätte gerne einen Magneten. Armor, ach gut. Es ist so fies. Stage 4 is done. Onwards to stage 5 we go. Ab zum Boss, würde ich mal sagen. Was kriegen wir da? Wir haben jetzt gar nicht. Oh, wir haben doch einiges eingesammelt. Rerollen wir das mal. Ja, rerollen wir mal. Ich nicht. Damage to all kinetics. Feuerrate. Bot, 10% zu alle. Bot. Fancy pants. So, ab zum letzten Boss. Here we go. You found the Dreadnought. Now you just need to make it come out of hibernation by destroying the cocoons. Show them what a single dwarf can do. Jawohl. Ich zeige, was ein einzelner Dwarf tun kann. Nummer 2.
bringt ja eigentlich gar nichts jetzt, weil ich mein Crit-Chance ist, ist noch nicht so hoch, aber okay, das bringt schon was. Weil die Crit-Chance noch nicht so hoch ist. Crit Damage 25%. Das nennt sich 25% mehr Damage auf fast jeden Schuss, den ich hier mache. An, was da kommt. Schaut euch das an, was da kommt, ey. Ja, bitte. Ja, bitte. Das ist so geil. Nochmal 10% Damage, der Crit Damage. 1020 Damage bei jeder Granate. Ohne Scheiße, holy shit! Wenn man sich nochmal hier so einen Bunker bauen soll, gern. Das ist wirklich so ein typischer Fall von, wie es immer heißt, wir können die Stellen halten, aber nicht mehr lange. Weil ich halte sie immer recht gut, aber es ist nie so, dass die mich nicht irgendwann überrennen. Aber jetzt ist es, glaube ich, auch nicht geplant. So, ich fühle mich aber auch jetzt recht gut gerüstet, schon für den letzten Boss. Das heißt, wir müssen hier jetzt irgendwo... Bist du deppert? Gefunden.
Ist groß und gefährlich. Bist du wahnsinnig, was? Alter. Das ist ja Mörder. Fire Raid. Karolinchen, wir sind gleich fertig, ja, und danke dir, ja. Danke fürs Hierfahren, wie immer. Mach's gut, leg dich hin, genieß den Rest und wir sehen uns morgen dann wieder. Schlaf gut. Und wir treten jetzt diesen Riesenkäfer noch in den Arsch und dann gehen wir. Dann war's das. Mining, ja, Crit Damage. Mining? Also, nachdem ich jetzt und vorher ja verschiedene Build probiert habe, muss ich ehrlich sagen, das Granaten-Shotgun-Build ist einmal absolut geil. Maschinengewehr finde ich sowieso cool und dieses Vierfachschuss ist, wenn man gezielt was töten will, auch gut. Weil man wirklich sagen kann, so wie jetzt, ich stehe da und schieße auf den Drachen oder jetzt schieße auf den... Man muss nicht auf den Gutwill von dem Typen hoffen, damit der in die richtige Richtung schießt. Ah! Da habe ich mich mit dem blauen Drachen da umgespielt. Mal ein bisschen Damage kassiert. Oh, noch ein. Ob der XP-Gain noch viel bringt, aber ich nehme ihn. Bist du fertig? Also die Granaten teilen aus, da. Ich finde sie wirklich die beste In-Game-Waffe, weil. Weil ich sonst einfach nichts wüsste, was gegen so viel, wenn viele da sind. Es sind in jeder Runde irgendwann viele da, wie sie sind. Oh oh. Oh oh. Nicht mehr an den Ecken, an die Rand ran. Nicht mehr an den Rand ran. Ich komme dann immer weg. Ich meine, ich habe eh ein bisschen einen Auto-Heal, aber der Heal ist nicht viel. Ein bisschen auf den Boss kämpfen. Nicht, dass ich noch verreckt als. Aber jetzt. Well done, Team. Immediate Dreadnought Thread eliminated. Objective completed. Well done. Objective completed. Drop part has arrived. Get there now. It will leave without you. Das ist ein nettes Drop Pod. Das kommt nämlich extra wegen mir, aber es fahrt auch wieder ohne mir, wenn es ist. So. Impressive work, Miner. The Dreadnought never knew what hit it. That's it. Ich mache am meisten Kry und Kinetic sind normal Damage, ja. Shield Belt. Kryo Grenade. Was waren die Upgrades, die ich machen kann für das Zeug? Ah.
Life-Rack ist immer gut. Armor auch. Unnötig, ich weiß nicht, was mit Credits tun. So. Leute, das war's.